Mädchen, deine Nägel sind toll. Wo hast du sie gemacht? Oh mein Gott, ich war beim Taylor-Schwimmkonzert. Hi, Lea. Ich habe das für dich. Ich habe mich gefragt, ob du... Warte, versuchst du mich, um ein Date zu bitten? Nein, danke, Brillenschlange. Ich date keine Nerds, die aussehen, als kämen sie frisch aus einer Pizzeria. Vor allem, wenn sie gebaut sind wie ein Beefstick. Nicht zu vergessen, die Figur. Ich meine, welches Mädchen würde mit einem so angezogenen Typen gesehen werden wollen? Okay, Klasse. Schlagt Seite 40 in euren Lehrbüchern auf. Hallo. Sind Sie Frau Barlow? Das bin ich. Oh, du musst die neue Schülerin sein. Alle, sagt Hallo zu Mabel Green. Sie ist gerade hierher nach Brookside gewechselt, also heißt sie bitte willkommen. Alles klar. Das ist dein Erlaubnisschein für unseren Ausflug nächsten Monat nach San Francisco. Großartig. Warum setzt du dich nicht an den Tisch neben Lea? Danke. Hey, ich bin Lea. Das sind Kelly und Renee. Setz dich unbedingt zu uns beim Mittagessen. Wow. Okay. Ihr seid so nett. Wenn du keine Freunde hast, um mit ihnen zu sitzen, setz dich lieber ins Badezimmer, anstatt einen ganzen Tisch zu blockieren. Ich habe Freunde. Eilmeldung Ned. Nenne deinen kleinen Laptop. Mach es nicht zum Freund. Ah, da bist du ja. Komm schon, unser Tisch ist hier. Es ist okay. Ich habe vergessen, Ned zu versprechen, bei ihr zu sitzen. Vertrau mir, du willst deinen Ruf nicht ruinieren, indem du mit diesem Versager gesehen wirst. Ich sitze lieber bei ihr als bei Tyrannen. Wow, ich dachte, du wärst cool. Offenbar nicht. Bisher hat noch nie jemand für mich eingestanden. Nicht der Rede wert. Warum hast du für mich eingestanden? Meine Mutter lehrte mich stets, andere so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Willst du einen Apfel? Ich glaube, ich habe zwei. Mädels, nur ein Platz im Varsity-Team frei. Arbeitet hart, um ihn zu ergattern. Kommt zu den Tryouts. Wärmt euch auf vor dem Trainingsspiel. Lea, gib ab. Ich bin endlich frei. Komm schon, Lea, gib den Ball ab. Ich will Teamplayer, keine Ballhawks. Oh. Alles gut, Mabel? Mir geht's gut. Was war das? Ich bat dich, den Ball zu passen, nicht zu verlieren. Es war ein Unfall. Außerdem geht es ihr gut. Egal, ob Strafe oder nicht, so behandelt man Teamkollegen nicht. Bank. Trainer. Willst du eine Pause machen? Nein, mir geht's gut. Mir auch. Ja, das haben wir gemacht. Das getan wir. Leute, schaut mal. Hey, ich muss mit euch reden. Du musst dich nicht entschuldigen. Unfälle passieren. Sehe ich aus wie jemand, der sich entschuldigt? Okay. Mein Fehler. Was willst du dann? Dir einen Gefallen tun und dir sagen, dass du deine Zeit verschwendest, wenn du es ins Varsity-Team schaffen willst. Ich arbeite schon so lange daran, in dieses Team zu kommen, wie ich mich erinnern kann. Und Coach Kim und ich kennen uns schon ewig. Ich schätze den Hinweis. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Vielleicht schaffe ich es ins Junior Varsity. Hör zu. Ich versuche nett zu sein. Aber die Wahrheit ist, niemand hier will dich im Team haben. Also, du verschwendest deine Zeit. Wow. Schalt einen Gang runter.
Oh mein Gott. Lea, alles gut? Ich wollte mich bei Mabel entschuldigen, doch sie hat mich geschubst. Ich hab dich nicht geschubst. Ich habe alles gesehen. Mabel hat dich stark geschubst. Was stimmt nicht mit dir? Warum schubst du jemanden, der sich entschuldigen will? Psycho. Psycho. Okay. Hey, Maggie. Max. Oh. Wie war dein erster Tag? Hast du Freunde? Eigentlich habe ich mit niemandem gesprochen. Komm schon, lass uns gehen. Hast du Hunger? Willst du was essen? Cool. Okay, gut. Maggie war in letzter Zeit so verschlossen. Seitdem. Du weißt schon? Ich sorge mich nur, dass sie in der Schule keine Freunde findet. Früher war sie so offen. Und wie ist es bei dir? Du sorgst dich sehr um deine kleine Schwester. Ich verstehe, dass du sie liebst. Sonst hättest du nicht gehandelt, wie du gehandelt hast. Aber wie gehst du damit um, angesichts dessen, was du durchgemacht hast? Ich kann immer noch nicht glauben, dass er dich wirklich um ein Date gebeten hat. Er ist total der Nerd. Ich weiß, Nelson ist der peinlichste Typ in unserer Klasse. Wirklich ein wandelnder Abturner. Der einzige, von dem ich Blumen annehmen würde, ist Tom Holland. Mit einem Snack. Ach, Zendaya zu sein. Okay, auf keinen Fall. Chris Evans ist definitiv der heißeste Avenger. Er ist wirklich eine 10. Okay, er mag eine 10 sein, aber er ist auch in den 40ern. Also. Okay, kann jemand Vaterkomplex buchstabieren? Mädchen, wir machen nur Spaß. Hey, Mabel. Kannst du das sehen? Was denn? Das ist eine Komfortzone. Versuch es nicht platzen zu lassen, okay? Ja. Hat deine Mutter nie gesagt, dass du deine Hände bei dir behalten sollst? Gute Konzentration, Mabel. Schau mal. Alles klar, Damen. Aufstellen. Ich bin unglaublich beeindruckt von euch allen, junge Damen. Aber wie ihr wisst, es gibt nur einen Platz im Varsity-Team. Dieser Platz geht an Mabel. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich weiß, Nelson ist, wie Steph, der heißeste Typ in unserer Klasse. Er ist, wie eine 10. Okay. Er könnte eine 10 sein. Bist du in Nelson verliebt? Also. Ich weiß, Nelson ist wie Steph, der heißeste Typ in der Klasse. Das stimmt nicht. Er ist wie buchstäblich eine 10. Das habe ich nicht gesagt. Okay, er mag eine 10 sein, aber er ist auch ein totaler Nerd. Nelson ist wie Steph, der heißeste Typ in unserer Klasse. Er ist buchstäblich eine 10. Okay, er ist vielleicht eine 10. Okay, Nelson. Oh, God. Du weißt schon, verzweifelt. Du hast es nicht ins Varsity-Team geschafft. Willst du mir erklären, wie das passiert ist? Hm. Ach naja, da ist einfach dieses andere Mädchen. Mädchen? Oder einen Jungen? Ich weiß, Nelson ist Steph, der heißeste Typ in unserer Klasse. Er ist wirklich eine 10. Okay, vielleicht ist er es. Nein, Papa, ich schwöre, das habe ich nie gesagt. So etwas würde ich nie sagen. Versuch nicht, dich da rauszulügen. Ich habe es dir klar gesagt. Kein Dating und keine Jungs, bis du das College abgeschlossen hast. Ich versuche, dir zu helfen. Willst du deine Zukunft wegwerfen, hm? Antworte mir. Nein, Sir. Es tut mir leid. Er bringt es nicht. In diesem Haus haben Taten Konsequenzen.
kann immer noch nicht glauben, dass er wirklich versucht hat, dich um ein Date zu bitten. Er ist ein totaler Nerd. Ich weiß, Nelson ist der peinlichste Typ in unserer Klasse. Ein echter Abtörner. Ich weiß, Nelson ist wie Steph, der heißeste Typ in unserer Klasse. Nelson ist, wie gesagt, der peinlichste Typ in unserer Klasse. Ich weiß, Nelson ist definitiv der heißeste in unserer Klasse. Was möchtest du nach der Schule machen? Netflix? Oh, cool. Mabel, Mabel, lass los. Mabel, Mabel, geh, bitte, lass sie los. Mabel, tu meiner Schwester nicht weh. Nein. Lass mich los. Mabel. Oh mein Gott. Lass mich los. Nein, nein, bitte, nein. Keine Sorge. Deiner kostbaren Schwester passiert nichts. Solange du schweigst. Aber wenn du es verrätst, wird es für sie schlimmer. Mabel! Mabel! Mabel, bitte wach auf! Bitte wach auf! Mabel! Hey, 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 hey. Wo bin ich? Es ist okay, ganz einfach. Maggie und Tante Susan sind hier bei dir. Wo bin ich? Du bist im Southern California Hospital. Gestern wurden sie eingeliefert. Schön, Sie wach zu sehen, Miss Mabel Green. Ich bin Officer Hughes. Das ist mein Partner, Officer Clark. Wir möchten nur Ihre Aussage zum gestrigen Vorfall am späten Nachmittag aufnehmen, der sie ins Krankenhaus brachte. Mabel, verletze meine Schwester nicht! Wenn du es verrätst, wird es für deine Schwester schlimmer als für dich. Ich erinnere mich nicht. Guten Nachmittag, Buchseite. Leider muss ich diese Versammlung einberufen, um einen äußerst besorgniserregenden Vorfall von Ende letzter Woche anzusprechen, bei dem eine ihrer Mitschülerinnen, Mabel Green, angegriffen wurde. Wenn jemand irgendwelche Informationen zu diesem Vorfall hat, zögern Sie bitte nicht, sich zu melden. Nun, es stellt sich heraus, dass wir Überwachungsaufnahmen haben könnten. Notwehr. Was? Das stimmt nicht. Es begann alles, nachdem sie mich nach unserem ersten Fußballtraining in der Umkleide geschubst hatte. Es stimmt. Ich war da. Ich habe alles gesehen. Mhm. Ich auch. Letzte Woche, nach der Schule, wurde ich auf dem Weg zum Auto angegriffen. Ich erinnere mich nur daran, wie sehr ich um mein Leben fürchtete, da niemand in der Nähe war. Wenn sie schon in der Umkleidekabine vor meinen Teamkollegen nicht zurückschreckt, was würde sie dann alleine mit mir tun? Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass sie bewusstlos auf dem Boden lag. Ich rannte weg, aus Angst, dass jemand falsche Schlüsse ziehen könnte, dass ich einen Mitschüler grundlos angreifen würde. Es tut mir so leid, Mabel. Ich wollte nicht, dass du ins Krankenhaus musst, aber du hast mir keine Wahl gelassen. Lea lügt. Das stimmt nicht. In Ordnung, alle mal ruhig. Das stimmt nicht. Sie und ihre Freundinnen attackieren mich, ich nicht. Dachte, du hast gesagt, du wüsstest nicht, was passiert ist. Nur weil sie. Mabel, ich habe genug gehört. Deine Geschichte ändert sich zu oft. Du erhältst eine Woche OSS für den Angriff auf einen Mitschüler, falsche Anschuldigungen und die Zeit deiner Mitschüler zu verschwenden, geht jetzt in eure nächsten Unterrichtsstunden. Es tut mir leid, Mabel, aber du bist aus dem Team. Solches Verhalten akzeptiere ich nicht. Oh, Mabel, hast du gehört? Da du nicht mehr im Team bist, werde ich deinen Platz in der ersten Mannschaft einnehmen. Schade, dass du nicht einmal mehr in der zweiten Mannschaft sein kannst.
Sweetie, you have du hast visitor. Besuch. Hey, ich habe deine Hausaufgaben gebracht. Wie hältst du dich? Nun, alle in der Schule hassen mich und denken, ich verdiene, was mir passiert ist. Also, negativ. 100 von 10. Das verdienst du nicht. Ehrlich gesagt, wenn jemand es verdient hätte, dann ich. Erinnerst du dich an das Gerücht über Lea am Tag der Proben? Ja, das war ich. Ich hatte ein Telefon unter einer der Bänke und habe ihr Gespräch aufgenommen. Mit etwas Bearbeitung ließ ich es so aussehen, als wäre sie in Nelson verliebt. Ich weiß, ich weiß. Ich hätte es nicht tun sollen, aber ich wollte mich an ihr rächen, weil sie gelogen hat, dass du sie geschubst hast. Ich war dabei. Du hast sie nicht berührt. Im Nachhinein hat sie wohl angenommen, dass du das Gerücht verbreitet hast. Und wenn es nicht wegen mir gewesen wäre, wärst du wahrscheinlich nicht angegriffen worden. Es tut mir so leid. Hey, mach dir keine Vorwürfe. Du weißt nicht, warum sie das getan hat, falls überhaupt. Ich wünschte nur, du hättest mir früher gesagt, dass du hinter dem Gerücht steckst. Ich dachte, du wärst dagegen, weil du nach dem Motto lebst. Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Es ist mir total egal. Mein Verlangen nach Rache ist stark. Hast du noch mehr Tricks auf Lager? Vielleicht 1 oder 2. Du hast das nie gehört, aber ich bin ein Hackenexperte. Also, wir müssen uns während des Varsity-Fußballtrainings in die Umkleidekabine schleichen und Lias Handy stehlen, wenn sie auf dem Feld ist. Von dort aus kann ich auf all ihre sozialen Netzwerke, Textnachrichten, Standortverlauf zugreifen. Dann sehen wir, was wir gegen sie haben, um uns zu rächen. Also ist Alex ihr heimlicher Freund, mit dem sie sich heimlich trifft? Schau mal, sie hat gefälschte Ausweise besorgt und plant, sich während des Sandes mit ihm in einen Club zu schleichen. Randbereich, minderjähriges Trinken, heimliches Wegschleichen auf einer Klassenfahrt. Gefälschte Ausweise? Laut meiner Recherche ist das ein erstklassiges Ticket für den Schulverweis. Gut, ich habe die Zimmeraufteilung für alle. Es wird keine Änderungen geben. Verstanden? Okay, Nelson und Henry teilen sich ein Zimmer. Kelly und René, hier ist eure Schlüsselkarte. Ned und Abigail, da habt ihr es. Lea und Mabel. Warte, du willst mich doch nicht ernsthaft mit ihr in ein Zimmer stecken, oder? Sie wird wohl versuchen, mich im Schlaf umzubringen. Weißt du, ich denke, du wirst das Wochenende gut überstehen. Und das gibt euch beiden die Gelegenheit, eure Differenzen zu klären. Ohne Gewalt. Und wenn ich von Vorfällen höre, wird es Konsequenzen geben. Verstanden? Wir hatten eine lange Fahrt. Und ein tolles Wochenende liegt vor uns. Lasst uns alle ankommen. In etwa 1 Stunde mache ich die Zimmerkontrolle. Was zum Teufel? Hat dir keiner das Klopfen beigebracht? Lea, wie hast du das bekommen? Es ist nichts. Mir geht's gut. Kannst du gehen? Nein, dir geht es nicht gut. Was ist passiert? Ich will dir nur helfen, okay? Ich habe das Gerücht nicht verbreitet. Ist mir egal. Geh einfach. Okay? Es hat keinen Sinn. Du würdest es nicht verstehen. Vielleicht tue ich es. Ich musste schon mal ein blaues Auge verdecken. Das ist ein Seitenhieb auf mich. Bevor ich zu Brookside kam. Weißt du, meine Mutter war der Kitt, der unsere Familie vereinte. Aber vor ein paar Jahren begann sich alles zu ändern. Nachdem wir sie dem Krebs verloren hatten, begann unser Leben auseinanderzufallen. Mein Vater begann, mit Alkohol zurechtzukommen. Er trank täglich. Ich erkannte ihn nicht mehr. Es war, als ob der Vater, den ich kannte, im Alkohol, den er trank, aufgelöst wurde. Er bekam Wutanfälle, wenn seine Flasche leer war. Meine Mutter war früher seine Welt.
aber ohne sie übernahm Alkohol ihre Rolle. Es dauerte nicht lange, bis es handgreiflich wurde. Ich schätze, das Trinken betäubte seinen Schmerz nicht genug. Also ließ er es an Maggie und mir aus. Aber ich konnte nicht zulassen, dass meine Schwester verletzt wird. Also griff ich immer ein, um sie zu schützen. Auch wenn es ein weiteres blaues Auge oder eine geprellte Rippe oder eine gespaltene Lippe bedeutete. Ich hoffte, dass er sich verbessern würde. Aber er tat es nicht. Schließlich kontaktierte ich meine Tante Susan. Sie ist Sozialarbeiterin mit einem goldenen Herzen. Und ich dachte, sie könnte uns helfen. Mein Vater wurde schließlich verhaftet. Es schmerzte, die Polizisten ihn abführen zu sehen. Aber ich musste meine Schwester vor weiterer Angst bewahren. Meine größte Sorge war, dass die Situation eskalieren könnte und ich sie nicht mehr schützen könnte. Also, weißt du, ich verstehe vielleicht mehr, als du denkst. Deshalb bin ich zu Brookside gekommen, nachdem Maggie und ich bei meiner Tante eingezogen sind und all das geschah. Bitte sag mir, was los ist. Ich weiß, ich bin nicht dein Favorit, aber wir können unsere Differenzen überwinden. Was du gerade durchmachst, ist viel wichtiger. Mein Vater ist einfach wirklich missbräuchlich. So kontrollierend. Weißt du, ich darf keinen Freund haben. Ich darf keine schlechten Noten bekommen. Ich darf in nichts versagen. Sonst ist das so. Ist das? Ist das der Grund, warum du nicht wolltest, dass ich ins Team gehe? Hätte ich es gewusst, hätte ich es nicht getan. Du hast nichts falsch gemacht. Schau, es tut mir leid, was ich dir angetan habe. Ich war in einer so schlechten Verfassung und ich habe es an dir ausgelassen. Ich war einfach wütend, weil mein Vater mich geschlagen hat. Und so schrecklich es auch klingt, ich wollte dasselbe mit dir machen. Oder schlimmer, dieses letzte blaue Auge, weil ich eine 3 in Mathe bekommen habe. Wissen René oder Kelly? Mein Freund ist die einzige Person, der ich es erzählt habe. Ehrlich gesagt ist er der Grund, warum ich das durchstehen konnte. Hör zu, ich weiß, ich habe kein Recht, dich das zu fragen. Aber würdest du für mich einspringen? Ich konnte ihn seit Wochen nicht sehen. Und ich wollte mich heute Nacht rausschleichen und mit ihm abhängen. Ja, klar. Mach dir keine Sorgen. Das bleibt unter uns. Jetzt bereiten wir dich für dein Date vor. Hallo. Oh, habe ich dich geweckt? Ich mache Zimmerkontrollen. Wo ist Lea? Shh. Oh, sie schläft. Ja, sie schläft. Geht es ihr gut? Ja, sie schläft nur. Alles klar, dann sehe ich dich morgen früh. Ja. Tschüss. Wie lief es, als du Miss Barlow von Leas Plan erzählt hast? Hab ich nicht. Ich sage den Racheplan ab. Was? Warum? Versteh mich nicht falsch. Lea lag falsch mit dem, was sie getan hat. Aber wie bin ich besser, wenn ich mich räche? Was zum Teufel, Mabel? Du verbringst ein paar Stunden allein mit dem Mädchen und plötzlich seid ihr beste Freundinnen, oder was? Sie hat dich ins Krankenhaus gebracht. Ich verstehe dich, aber sagen wir einfach, dass mehr dahinter steckt als gedacht. Bitte, lass es gut sein. Nein, ich lasse es nicht fallen. Ich sage es Barlow. Wait. Hey, hier ist Lea. Tut mir leid, dass ich deinen Anruf verpasst habe. Hinterlasse eine Nachricht oder nicht. Hallo. Es tut mir leid, Sie zu stören. Ich begleite eine Highschool-Reise. Sie hat sich anscheinend mit einem gefälschten Ausweis eingeschlichen. Sie trifft sich mit ihrem Freund, der wohl auch einen gefälschten Ausweis hat. Kann ich reingehen und nachsehen, ob sie da sind? Da sind gerade 2 Minderjährige drin. Eine dünn, mit langem, welligem Haar. Oh,
Entschuldigung. Oh, nein. Entschuldigung. Oh, mein Gott. Lea, da bist du ja. Ich habe versucht, dir zu schreiben und dich anzurufen. Hier haben wir keinen Empfang. Warte, wie bist du reingekommen? Keine Zeit für Erklärungen. Jemand hat Miss Marlowe gesagt, dass du hier bist und ich habe sie draußen gesehen. Wir müssen dich jetzt ins Hotel zurückbringen. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Hier, zieh das an. Beeil dich. Los, los. Mabel, du bist auch hier? Was ist los? Ich fasse es nicht. Wir gehen sofort zurück ins Hotel. Wo ist Lea? Sie ist nicht hier. Ich bin allein rausgeschlichen. Was? Na, hoffentlich hat es sich gelohnt, denn du bist in großen Schwierigkeiten. Komm schon. Wenn ich gewusst hätte, dass du dort sein würdest, hätte ich es Miss Barlow nie erzählt. Ich habe das Gefühl, dein Leben zu ruinieren. Es ist okay. Es ist nicht deine Schuld. Lea hat dir genug Mist angetan. Bis später dann. Hey, warte, was ist los? Hat Mabel ihren Spind ausgeräumt? Ja, hat sie das nicht gesagt? Wow. Ein Wochenende im Hotelzimmer zusammen, ohne Vorwürfe. Sie übernahm die Verantwortung und wurde von der Schule verwiesen. What? Warum würde sie das tun? Weil sie ein guter Mensch ist. Sie betont immer, dass man andere so behandeln soll, wie man selbst behandelt werden möchte. Sie und ihre Tante treffen sich gerade mit Direktor Anders. Ich weiß nicht. Es ergibt keinen Sinn. Mabel tut so etwas normalerweise nicht. Es muss einen anderen Grund geben, warum sie draußen war. Mabel, gibt es etwas, das du mir verheimlichst? Es tut mir leid, aber nach dem Vorfall letzten Monat und jetzt das, habe ich keine Wahl. Verweise sie nicht. Lea. Es ist in Ordnung. Nein, ich kann dich das nicht für mich tun lassen. Mabel hat nichts falsch gemacht. Ich habe gelogen, dass sie mich angegriffen hat. Die Wahrheit ist, ich habe sie angegriffen, weil ich wütend war. Der Grund, warum sie in diesem Club in San Francisco war, lag darin, sicherzustellen, dass ich nicht erwischt werde. Sie wusste, was mit mir passieren würde, wenn ich es täte. Was meinst du? Oh, Lea. Mein Vater schlägt mich, nachdem ich es nicht ins Varsity-Team geschafft habe und Mabel schon. Ich habe meinen Ärger an ihr ausgelassen, weil er das mit mir gemacht hat. Auf der Reise habe ich mich ihr geöffnet. Sie hat mich nur gedeckt, weil sie wusste, was mich zu Hause erwartet, wenn mein Vater es herausfindet. Bitte werfen Sie sie nicht raus. Sie wollte nur nett zu jemandem sein, der ihre Freundlichkeit nie verdient hat. Lea, du solltest ans Telefon gehen. Das ist das fünfte Mal, dass ich anrufe. Ich schwöre, wenn du bei ihm bist. Kann ich helfen? Eric Richardson? Das bin ich. Sie werden wegen Kindesmissbrauchs verhaftet. Kindesmissbrauch? Wovon reden Sie? Das war ich nicht. Treten Sie bitte nach draußen. Drehen Sie sich zu mir um. Hände hinter den Rücken. Herr Richardson, Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Können Sie sich keinen leisten, wird Ihnen einer gestellt. Verstehen Sie diese Rechte? Ja. Los geht's. Ja, einkaufen? Ich liebe deinen Nasenring. Neu? Ja. Entschuldigung, ich hatte volle Hände. Hey, du hast gestern so gut gespielt. Könntest du mir ein paar Tricks beibringen, damit ich nächstes Jahr ins Varsity-Team komme? Du brauchst mich nicht, um etwas zu lernen. Du bist sowieso dabei. Ach so. Könntest du das deiner Tante Susan geben? Ich wollte nur Danke sagen. Es ist viel besser geworden, seit ich zu meinen Großeltern gezogen bin. Alex kommt sogar dieses Wochenende zum Abendessen. Ja, natürlich. Hey Leute, kann ich einen Stuhl holen?
Entschuldigung, aber ich bin allergisch gegen Computerfreaks und Nerds. Die Toilette hat eine freie Kabine. Kelly, hör auf damit. Das ist nicht okay. Nein, was nicht cool ist, ist mit Außenseitern wie ihr abzuhängen. Gut. Dann suchen wir uns einen eigenen Tisch. Weißt du, behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest. Nicht zu fassen, ist das Nersen? Er hat sich verändert. OMG, er sieht echt gut aus. Hey, Nelson. Wir haben Platz am Tisch. Oh, tut mir leid, aber ich werde mich zu meiner Freundin setzen. Was?